Aber trotzdem, da sage ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Hier auf Samstag mal live, nicht? Und ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Ich glaube, die U-Bahn waren wir richtig in Gange mit, ne? Und da sind sie bei. Was ist das hier drüben, meine Feiner? Ach, guck mal hier, da machen sie den Tunnel fertig. Großartig. Großartig. Ach, da kommt der Bohrer wieder. Hier, der Bohrer. Jetzt soll er das nächste Stück machen, weil das, glaube ich, ist fertig, ne? Ich kann mal gucken. Das scheint fertig zu sein. Das Stückchen hier. Also bohrt das nächste lange Stück. Ich bin mal gespannt, wenn das soweit fertig ist. Oder wann das mal fertig ist. Der Schnäppchenbohrer, ganz genau. Der war ja auch furchtbar günstig. Pass auf, was haben wir denn sonst hier noch? Mal gucken. Vom Westen kommt gar nichts, ne? Vom Westen kommt überhaupt tote Hose. Da ist nichts los. Hätte ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Na gut, aber ist halt so. So. Wie ist das eigentlich mit unseren Steinen und Platten und so weiter? Oh, hier, das ist raus. Ziegel sind komplett weg. Was holt er hier ab jetzt hier? Warte mal. Er bringt Stoffe. Sehr gut. So, haben wir denn überhaupt genug Kram hier? Essen ist auch noch einigermaßen. Aber ich meine, hoffentlich reicht das für unsere Leute hier, ne? Guck mal hier, das ist schon wieder sowas von mager. Jo, Achtung, da kommt gerade einer. Ach, siehst du, da kommt gerade einer. Was bringt er denn? Hat Fleisch gebracht. Ja gut. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Apropos Fleisch. Warte mal, wie läuft das hier bei uns hier? Mit Fleisch. Oh, Fleisch ist gut. Schnäppchenbohrer. Franky, was schreibst du hier? Anfang 2000, da kostet der locker 3,5 Millionen, der Bohrer. Okay. Na, dann sind wir ja eigentlich ganz glücklich, dass wir so früh angefangen sind. So wie ich sehen kann, also wir haben massenhaft Viecher hier. Das Lager ist auch voll. Und der meckert die ganze Zeit rum, dass keine Viecher da sind, die er schlachten kann. Warum eigentlich? Also was haben wir denn, was macht der dann da? Was macht der denn hier? Dann müsste der ja... Welcher ist denn das hier? Einer von den beiden, der müsste denn... Was machen die hier denn, die Jungs? Die stehen hier nur rum und gucken in der Luft oder was? Was fahren die hier? Ach so, die fahren nur... Ach, mehr machen die nicht? Die fahren Korn hin und her. Das ist großartig, das ist auch schon nicht schlecht. Aber dann können wir auch mal sagen... Jungs, ihr könnt auch mal... Viehhalle? Wieso ist der Schlachter gar nicht dazwischen? Da können die normalerweise auch hier von der Viehhalle die Viecher in, zum Schlachter fahren. Wenn die schon mal da so rumstehen und nichts tun, also dann, ne, können sie auch gerne machen. So, warte mal, ich mach mal auf Pause. Ich hatte das aufgeteilt, das stimmt eigentlich, ne? Pass mal auf, Schlachthof, Viehhalle, beladen mit Vieh natürlich. So, Schlachthof, entladen mit Vieh, kein Fleisch, so. Dann machen die das auch noch mit, mal sehen. Wenn die denn losfahren würden. Wenn die denn losfahren würden. Warum fahrt ihr nicht? Ach, jetzt fährt er endlich mal. Ja, mal los. Hü. Mach hier ne. Komm. So, nächster gleich hinterher. Ne? Immer schön in Bewegung bleiben. Die laufen ja nicht so schnell, die Gurken hier. Was ist los? Warum fahren die nicht? Warum fahren die nicht los? Was ist hier? Was habe ich wieder gemacht? Viehhalle beladen. Da steht auch beladen. Vieh beladen. Komm. Ist ein bisschen verbuggt vielleicht eventuell. Kann das sein? Du hast das aufgeteilt, weil sonst, weil so viel Korn gefahren werden muss. Ja, stimmt. Das hatten wir gerade. Genau. Das hatten wir zwei. Die einen, die fahren das Korn hin und her und die anderen fahren die Viecher hin und her. Aber das klappt ja irgendwie nicht hier. Die können ja auch locker flockig, wenn das hier voll ist. Das ist ja voll, ne? Dann können die auch locker flockig hier die Viecher hin und her fahren. Warum fahren diese Eierköpfe nicht los? Warte mal, da war doch wieder was nicht in Ordnung. Warum fahren die nicht los, die Dussel? Zug wartet zu lange. Was? Was?
Was machst du denn da? Ja, dann fahr doch los, du Dussel. Ja, das muss mir lieber alles sagen. So, hü. Ich würde, du musst echt überall gucken. Was macht er jetzt hier? Viehhalle Schlacht nochmal da. Das klappt doch. Das klappt doch. Ja, der nächste ist auch. Ja, siehste. Vielleicht muss ich den mal loslassen von der ganzen Sache, dass es dann ins Rollen kommt. Nächster auch wunderbar. Siehste wohl, jetzt kommt es hier langsam ins Rollen. Ja, ich glaube, so viel Vieh können wir da gar nicht hingefahren. Das kriegen wir gar nicht hin. Aber jetzt die Viehhalle nochmal abreißen und weiter nach hinten setzen, das wäre doch auch nicht so dolle, oder? Eigentlich müsste man ja jetzt mal sagen, hier, warte mal auf, Produktionsstopp hier. Die sollen hier nichts mehr hinfahren. Dann fahren wir das Ding leer. Schieben das ganze Teil nach weiter nach hinten. Damit wir hier den Ausgang, der Ausgang ist ja an der Seite, richtig? Ja, genau, hier. Wir wollten das ja verbinden, von da nach dort. Das ging ja nicht, weil das war zu lang. Die Entfernung war zu lang. Also versuchen wir mal, das weiter nach hinten zu schieben. Und dann einfach mal... Ja, aber dafür müssen wir es erst leer machen. Ich möchte jetzt nicht so gerne, dass die ganzen Viecher... ja, dass wir die verschwenden, sozusagen, ne? Das wollen wir eigentlich nicht. Pass mal auf, dann machen wir mal hier anders. Schlachthof, Schlachthof. Was haben wir denn hier? Pass mal auf. Viehhalle. Belan entlang, pass mal auf. Belan entlang, das nehmen wir raus. Entlang ist vorbei. Das müsste das gehen, oder? So, bei der einen Wesen. Bei der Nummer 1 müssen wir das genauso machen. Da ist ja gar nichts beladen. Das haben wir überhaupt reingenommen. Sag mal, wer fährt denn eigentlich die Vieh von A nach B? Wo war der? Wo ist das denn mit drin gewesen? Was ist das denn hier? Kofarm. Beladen mit. Okay. Beladen mit Kühe. Bla. Ach ja, richtig. Stimmt. Hier war es ja auch. Schlachthof. Entladen. Beladen. Bla. Das nehmen wir auch nochmal raus. Wupp. Nehmen wir auch nochmal raus. Müssen wir bloß dran denken, dass wir das wieder einschalten. Oh Gott, das kriegen wir sowieso nicht hin. So, jetzt müsste das laufen hier. Was schreibst du, Frankie? Ging nicht, das hast du schon probiert. Ja, das mit der Strecke hier, ne? Mit der Transportverbindung, das haut er nicht hin. Wie gesagt, wir versuchen den jetzt mal leer zu machen. Und dann werden wir das abreißen, weiter nach hinten schieben und dann verbinden. Und dann werden wir die Straße hier ein bisschen umbauen, damit die trotzdem hier noch rankommen können und die das Fleisch abholen, weißt du? So, versuchen wir das mal. Gut, lass mal laufen. So, wir haben immerhin 6.900 Einwohner, großartig. 30 Häftlinge. Oh Gott, 30 Häftlinge? Sind das so viel? 123 entflohen dieses Jahr. Das ist großartig. Brauchen wir den mal gar nicht. Also, ne? Das ist doch ein Proforma-Knast. Wir gehen ja mal rein, nur um zu sehen, wie das denn so ist. 2 von 15 Wärter. 30 Häftlinge. Na toll, die werden auch flitzen. So oder so. Wir brauchen echt mehr Leute, ne? Ach, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen unbedingt mehr Leute. Pass mal auf, wie ist das hier mit dem Bohrer? Ist der am Bohren, der Bohrer? Der müsste. Warte mal, warum steht er da jetzt und macht nichts? Da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Fahr los, Dussel. Komm, hü. Fahr los. Komm, gib Gas. Ich verstehe nicht, warum er nicht losfährt. Aber ich glaube, diese Signale, die wir gesetzt haben, die gehen über das ganze Feld, ne? Die gehen komplett. Die nutzen das auch schon. Jetzt hoffe ich mal, dass er bohrt. So, schmeiß den Hobel an und dann mal los. Na? Komm, bohr. Jawohl. Er darf ruhig schneller bohren, das macht nichts. Also, das ist ziemlich leichter Untergrund. Das ist kein Stein oder sowas. Das ist ganz locker. Ja, warte mal, das hol ich weg mal. So. So weit, so gut. Warum steht der denn hier? Das nochmal Körnchen. Wie viel haben wir denn hier oben noch?
Oh, guck mal, das ist mal leer. Das ist doch mal ganz, gar nicht, das ist doch mal ganz, ganz gut, ne? Oh, finde ich auch. Dann haben wir das meiste nämlich hier drin. Irgendwie auch nicht. Also so langsam, wir verheizen doch eine ganze Menge Korn, ne? Aber hier ist zu wenig drin. Aber ich meine, die können auch nicht schnell genug fahren. Wir haben ja... Was schreibst du? Der Tunnel ist blöderweise ein Block. Seit man im Tunnel keine Signale mehr setzen kann. Ich denke mal, dass er nicht weitergefahren ist. Das hängt alles zusammen, ja? So, und der will jetzt auch helfen. Jetzt frag mich, wo der hin will. Wo bist du denn hin, hä? Jetzt, wo bist du hin? Kann man das irgendwo sehen? Nee, Mann, ich kann es jetzt nicht sehen. Wo willst du denn hin? Hä? Ach, das ist da vorne. Ist ungefähr die. Ach, hier, das hier ist es. Ja, dann mal los. Ja, dann fahr doch mal los, mein Freund. Ja, los hier. Immer schön über Rot. Und gib Feuer. Ach, die kriegen sie auch in die Haare hier. Ich sehe ja so schon. Das klappt doch wieder hier nicht. So, hier klatschen wir meine Hände. Ja, Mensch, dreh um. Warum willst du denn da unten mit ran? Er will doch hier vorne hin. Dahin. Das ist doch noch gar nicht fertig. So langsam ein bisschen, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber macht ja auch nichts. Ach, ist egal. Ja, ja, Schlimmeres. Gib Schlimmeres. So, ja, ja, mein Gott, ich mach mal hier, so. Gut, das Ding ist auch soweit fertig, ne? Da ist schon mal mit ohne Strom. Das ist gut. Hier haben wir das mit dran. Der Fußweg ist hier dran. Hier wird noch Tunnel gebastelt. Irgendwas, irgendwie. Mit was haben wir denn hier gebaut? U-Bahn. Einstieg. Achso, hier. Das ist der U-Bahn. Ja, also hier ist kein Einstieg, ne? Das ist schon mal ganz schlecht. Ah, die wollen schon mitfahren. Also die stehen hier schon mal rum und sind auf beiden Enden von der U-Bahn-Station, dass kein Tunnel da ist. Aber die hoffen ja, die hoffen das Beste. Wollen wir so sagen. Die hoffen das Beste. So, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Häuser, ne? Es wird Zeit hier, dass wir was Neues bauen. Weil 200, 231, 208, 200, das ist voll, 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 voll. Oh, das wird aber echt Zeit, dass wir was Neues machen. Hier ist noch ein bisschen Platz drin, da auch, aber ich meine, ne? Hier vorne haben wir noch zwei Gebäude, die dürfen mal gebaut werden. Die dürfen echt mal angefangen werden. Dafür werden wir da mal ein bisschen Fußweg anfummeln, wa? Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. So, so. Hier vorne ein bisschen Hilfe, nicht wahr? Wie weit kann man das hier denn machen? Gehen wir das da noch mit hin? So, ne? Man könnte hier vorne auch nochmal... Ja, man könnte das so machen. Ja. Ne, also ich würde mal sagen, das machen wir so. Bau das mal fertig. So teuer ist es ja nicht, ne? Wir haben ein bisschen Kleingeld, haben wir. So. Jetzt kommt eine Frage, sag mal, haben wir einen Kredit aufgenommen letztes Mal? Ich glaube nicht, ne? Hatten wir einen Kredit? Hatten wir... Ja, oh, wir hatten einen Kredit. Ich schulde noch ein bisschen. Oh, wir schulden noch was. Wir haben 1 Million aufgenommen, glaube ich, war es, ne? Höchstbetrag, den Sie jetzt leihen können. 4,3 Millionen können wir aufnehmen. Das finde ich auch cool, dass das mit drin ist, dass du nicht hier unendlich viel Kredite aufnehmen musst, kannst, sondern wirklich, dass es festgelegt ist, hier, Mensch, ne? Deine Stadt ist nur so und so groß. Mehr geht nicht. Und das finde ich super. Das ist das Bohrgeld. Richtig, das war für den Tunnel, ne? Für die U-Bahn. Die U-Bahn war so. Sau scheiße, teuer. So, wir bezahlen jeden Tag 17.000 etwas. Alle 30 Tage. Wir bezahlen eigentlich normalerweise täglich, ne? Wird schlimmer eigentlich. Stimmt gar nicht. Ist das ein wöchentlicher Betrag, ne? Ein Tag ist eine Woche oder sowas, nicht? Ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß das gar nicht. So, 2 Millionen, was haben wir gesagt? Was haben wir aufgenommen eigentlich? 1 Million, ja, ne? Ich glaube, mehr war es nicht, ne? Lass mal 1 Million, was sagen? Wie weit haben wir gesagt? Ich weiß nicht, wie weit wir sind. 5 Jahre, glaube ich. Oder?
Ach, du stehst ja auf 4,1%, da steht's doch, mein Gott, da steht auch geliehen 3 Millionen, mein Gott, hör, guck doch hin! Alter, ist doch nicht zu fassen. 4,1%, aber das können wir auch noch wieder sparen, ne? Indem wir das zurückzahlen. Wenn wir das, wenn wir irgendwann mal genug Kohle hier drin haben. Wir brauchen ein bisschen mehr Straßen, ja, die Jungs, die die Straße reinigen, ne? Die werden echt schon mal ganz knuffig, glaube ich. Wo haben wir sie denn? Wartung. Technische Wartung. 8 Fahrzeuge. Technische Wartung, das ist kostenlos. Das sind 3 Fahrzeuge. Wir brauchen was Ordentliches, ne? Wir brauchen nicht so einen halben Kram hier. Die Frage ist nur, wo bauen wir den hin? Da ist da schon mal nicht hin. Das passt hier schon mal nicht hin. Also hier können wir auf jeden Fall nicht hinbauen, weil da die Schienen raus sollen, nicht? Aber den lassen wir hier vorne hinsetzen. Wenn wir den einigermaßen gerade hinkriegen. So, pass mal auf. So, dahin. Was kostet es der Spaß? Was kostet es der Spaß hier? Ach, weißt du was? Das machen wir doch mal hier. Da gehen wir mal richtig, ne? Das gönnen wir uns mal. Das haben wir uns verdient. Haben wir uns. Weihnachtsgeschenk, genau. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Ne, was haben wir denn gerade? 25. Dezember. Stimmt, das passt doch. So, warte, ich mach mal kurz auf Pause, oder? Wo kommt der denn her? Sag mir nicht, wir haben hier irgendwo eins gebaut schon. Sagt mir sowas nicht. Na gut, ich meine, ne? Doppelt hält besser oder so. So, ich brauche ein Fahrzeug. Schnellfluch. Warte mal, brauchen wir vielleicht eventuell auch ein bisschen Water? Aber ich nehme Wasser haben wir hier unten, ne? Ja, Wasser ist hier unten. Achso, gut. Schneeflug. Was haben wir denn Tolles? Gesamtkapazität, nehmen wir es mal auf hier. Kilometer pro Stunde. Ne, das ist nämlich ziemlich Wurst, ne? 21, 28, das ist Gesamtkapazität. Hilft das? Auch nicht. Der ist 40 hier. 43. 55. Was? Den nehmen wir. In schön rot. Dann fällt er wie es auf. Der ist gut. Den nehmen wir. Leider von den Ruskis, aber na gut. Ist nur 60 schnell, aber 55 Schneeflugggeschwindigkeit. Den nehmen wir. Dann machen wir 4, 5, 6. Wir lassen mal 2 frei. Falls uns da noch andere Sachen, tolle Sachen einfallen. Wer weiß, ne? Wer weiß. So, pass mal auf. Lehmstraßen schon mal gar nicht, ne? Lehmstraßen nix. Kies, Asphalt, den Rest kann er ruhig machen. Jetzt wäre natürlich ganz goldig, wenn da nochmal Benzin kommt, ne? Benzin, warte mal, lass mal ein bisschen rauszoomen. Geh ich mal ein bisschen rauszoomen, so, pass mal auf. 1000, wie weit ist denn das? 1000 ist, jo, den lassen wir bei 1000. Der kann hier auch schön in der Stadt rumgucken. Ja, das ist doch, geht das noch weniger? Weniger geht's nicht. Oh cool, ja. Ja, dann mal los, Jungs, haut rein. Wo ist denn unser, hier, Tanker, ne? Das ist doch hier. Genau. So, pass mal auf, hier hast du einen neuen Job. Neuen Job. Den hier. Mach den mal voll. Kannst du nach unten. Zack, 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 zack. Entladen, Benzin, technische Hilfe. Gut. 30. Ist das genug mit 30? 30, 30, 30. Oh, jo, nee. Mal auf. 50, ne? Mal 50. So, hier. Hü. Jetzt müsste einer losfahren. Jawohl. Ja, Mensch, wie auf Bestellung, ne? Also manchmal laufen Sachen, die laufen einfach nur. So. Wie weit ist der Bohrer eigentlich? Wie weit ist der Bohrer? Ist der Tunnel bald fertig? Ach, der reißt doch schon ein ordentliches Rohr da rein, ne? Also muss ich schon mal sagen, das ist doch... Ne, also das ist schon nicht schlecht. Könnte ruhig ein bisschen schneller sein, das macht... Wir können ja mal... So, jetzt läuft der doppelt so schnell. Das ist Betrug in sich. So. So weit, so schlecht. Gibt Schlimmeres. Oder so. Wenn ich jetzt... Am liebsten würde ich ja noch ein Gleisle mehr da reinbauen, ne? Ist das so eins, ne? Mal auf. Kriege ich da aber nicht hin, ne? Kriege ich da nicht rüber. Ist egal, wie ich das mache. Kriege ich da nicht rein. Na gut, wenn da wesentlich die das meiste macht. Was kostet uns der Spaß überhaupt? Ich muss mal kurz gucken hier. Was kostet uns der Spaß hier? Preise, Preise, Preise. 115.000.
U-Bahn ist teuer. Na gut. Lass sie mal. Ich mach mal ein bisschen schneller hier, so, ne? Lass sie mal machen. Da haben sie was vor. So, wie weit sind die hier oben? Seid ihr da in Gange? Zug wartet zu lange. Ach du Himmel. Wo ist denn da? Worauf wartest du denn? Ja, das ist wieder alles, ne? Geht wieder gar nicht. Dann fahr doch los hier. Hü. Aber wenn ich auf Pause habe, geht's doch nicht, ne? Aber der will doch ganz woanders hin. Der will doch da drüben hin. Da hin, drüben will er hin. Warum fährt er da nicht hin, dieser Eierkopf? Fahr los. So, fahr kurz rein. Dreh um, fahr wieder raus. So. Fahr los. Warum stehst du jetzt da rum? Das ist ja echt nicht, das ist nicht dein Ernst. Da ist nichts drin. Da ist nichts. Ich verblätter, das ist mir zu hoch. Das ist mir einfach zu hoch. Das ist mir zu hoch. Da kriegst du Plack, du. Da kriegst du Plack. Warte mal, der Zug ist auch wieder weg. Warte mal, schleppst du wieder was mit zurück? Ich hoffe nicht, ne? Nee, das tut er nicht. Aber wir haben ja nicht genug Leute hier, ne? Das ist so oder so zu wenig. 30, man, das ist klar, wenn da keine Arbeitslosen sind, aber hier, ne? 99% Zufriedenheit, 81%, lass mal kurz gucken, ich muss mal hier gucken. 100% Produktivität, wow! Ja, so soll das doch sein. So wollen wir das haben, ne? So, wollen wir gucken, alle hier? Ja, so kleine Einbrüche da drin, ne? Also ist wie so ein, ne? Ja, das kommt sich. Keine Ausbildung. So, das steigt auf jeden Fall auch sehr gut. Da kannst du nicht mehr rein. Es ist gut so. Es ist gut. Zufriedenheit, Sättigung, alles gut. Gesundheit. Ja, ne? Regierungsloyalität. Das ist ein bisschen absteigender Ast, aber jetzt, das kommt sich wieder, ne? So ein bisschen. Alkoholabhängigkeit ist weg. Sport. Klamotte hier ganz hoch gehalten, alles gut. Ja, super Eigenproduktion hier, das läuft bei uns. So weit, so gut. Wir brauchen mehr Häuser, ne? Das reicht ja sowieso nicht, was wir da haben. Wir brauchen ein paar mehr. Dann liebst du mich auch dieses Gleis hier mal raus haben, damit wir die Leute auch mal unter... Also in Bewegung kriegen hier, ne? Dass die, ne? Auch mal so ein bisschen, ne? Weiß Bescheid. Dann kriegen wir das hin. So. Ob wir irgendwie... Irgendwie... Warte mal, apropos, irgendwie... Wo sind hier die Anschlüsse? Bevor wir hier einen Blödsinn machen. Warte mal, wo ist denn hier... Strom, Strom, Strom. Ach Gott, das wird da hinten dran, ne? Dürfen wir nicht ganz so dicht dran, damit noch ein bisschen Luft bleibt. Fürs Strömchen, ne? So. Das ist ein bisschen. Auf jeden Fall warten wir runter so. Und eventuell. Ja, mach mal hier erstmal so. Und das wäre gar nicht mal schlecht. Das ist ein bisschen weiter runter. Oh, vielleicht ein bisschen. Eventuell. Nee. Das wär zu dolle. Ja, 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 ist ja gut. So. Und jetzt daran, ne? So, zack. Das ist doch schön. Ja, also ich finde auch. So, und den anderen. Was schreibst du, Frankie? Ich glaube, die Fußgängeranbindung nach links ist nicht gut. Fehlender Fußwege. Noch links. Wohin links? Dieses links hier oder wohin? Ich weiß jetzt nicht, wo du meinst. Lass mal nochmal das zweite Gleis daran bauen. Bis dahin, so. Hier mein Freund. Und dann Doran, ne? So. Von den Hochhäusern. Oh ja, doch. Nein, oh, oh, was war das? Ach stimmt hier, nach links, das fehlt. Aber wir haben ja in der Mitte Verbindung. Die müssen jetzt hier raus und dann da durch. Das geht ja auch, ne?
das hier ein bisschen, ne? Das kommt da durch. Das funktioniert da hinten. Ja, das klappt schon, das klappt schon. So. Jetzt müssen wir hier nochmal eine Kreuzung, ne? So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was. Warte mal, das war schon richtig. So. Kreuzung, hier rollen, bauen, so. Hier hoch. Das ist auch voll schick. Warten wir mal auf Pause kurz. Neuer Fahrzeugtyp. So, die beiden, ne? So, einmal hier raus. Und einmal rein. So. Das gleiche müssen wir eigentlich hier hinten machen, ne? Oder? Das können wir aber nicht hier vorne. Hier vorne wird es nichts. Das schaffen wir nicht. Da kriegen wir keine Kreuzung. Das wird nichts werden. Aber hier, ne? So. Einmal da hin. Weiß nicht, wo man da so einen riesen Kokolores machen will. Keine Ahnung. Das haut hin. Einmal. Warte mal, einmal raus, ne? So. Was ist denn hier los? So. Schnön. Das ist doch super. So, kostet 80.000. Weißt du was? Die gönnen wir uns mal. So. Siehst du wohl. Jetzt ist es angelegt hier. Jetzt können da auch Leute hinfahren. Jawohl. Jetzt kann der Zuchleiter da mal durchfahren. Jetzt kann der mal beide Sachen anfahren, glaube ich, ne? Wäre das mal eine Maßnahme, ne? Dass er erstmal hier durchballert, da Leute abholt und dann hier und dann ab geht die Post. So, mal auf Zugplattform. Hast du das hier? Ist das die hier? Hier müssen wir einen Namen kriegen, ne? Das ist viel schlimmer. Ach, ich weiß nicht mehr. Wo ist der Zug denn jetzt? Hab ich den wieder rausgeschmissen? Da ist er doch. Guck mal her, mein Freund. Mal her, du. Ziegelplatten hast du nicht gesehen. Oh ja, genau. Pass mal auf. Fahr doch mal eine neue Strecke an. Und zwar. Dahin. Jetzt passt das nämlich. Jetzt passt das nämlich. So, was haben wir hier gesagt? Hier haben wir gesagt, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja, spielt keine Rolex, ne? Aber das soll er erstmal anfahren. Da. So. Heiz durch hier. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. So, fahr durch, fahr durch, fahr durch. Wir nutzen die volle Bandbreite der Gleise, der Weichen natürlich, ne? Ja. So, da war nichts zu holen. Ein Arbeiter, einen ganzen Arbeiter, na gut, immerhin. Zum Glück nehmen wir keine Halben mit. Der steigt doch nach aus, der Ochse. Du glaubst das ja wohl nicht. Warte mal, so. War das nicht hier entladen? Zwingt die Bürger an dieser Haltestelle auszusteigen, umsteigen und zu einer. Das sollen die ja nicht. Die sollen drin bleiben im Zug. Naja, gut. Mal gucken, ob das besser wird. Und wenn nicht, müssen wir halt eben noch eine Lok mehr anbauen. Und hier noch einen Zug mehr machen. Nützt ja nichts. So. Wärme wärmt, das sieht gut aus. Aufgehört fehlendes Platten. Vorgefertigt. Haben wir keine Platten oder was? Glaubst du das nicht? Haben wir echt nicht mehr. Wo sind die Platten hin, Leute? Was ist los hier? Was ist los? Oh, guck mal hier, du. Der Zement geht durch. Der wird ordentlich verhaftet hier. Oh, unsere Kohle aber auch hier. Ne? Das wird auch mal Zeit, dass wir hier nochmal nachlegen. Was ist hier los, Freunde? Hallo? Ich meine, da freuen wir uns jetzt schon auf die U-Bahn, ne? Das machen wir jetzt schon. Extrem. Das ist der Fußweg. Aber der führt ja nicht da oben hin. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Die laufen da auch nicht hin, ne? Natürlich nicht. Ist auch zu weit. Nee, das, da wollen wir nicht hin. Das ist zu weit weg. Das kriegen wir auch nie hin. Das kriegen wir auch nie hin. Marschbändle. Von da durch da hin.
Geländehöhe ist mir vollkommen Wurst. Fußweg. Was haben wir denn hier? Oh, 33. Das müsste aber gehen, ne? Das müsste aber doch gehen. 300 Meter, ich glaube 400 Meter latschen die. Wo war denn hier die U-Bahn? Wo war denn hier die... Da ist sie doch. So, hier. Guck mal. Das Ding ist auch schon fertig. Da sitzen auch Leute, ne? Ne, die können ja auch noch gar nicht da sitzen, weil... Ist ja auch gar nicht fertig. Warum eigentlich nicht? Ach nee, warte mal. Das geht auch gar nicht. Dahin, da ist jetzt Kreisdingsbums-Teil. Hier ist der Ausgang. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen Fußgängertunnel bis hier oben hinkriege. Ist hier irgendwo ein... Ist vielleicht ein Fußweg hier drin? Guck mal, da ist ein Fußweg dran. Aber den will man ja auch nicht umsonst bauen, ne? Ah, ist das wieder alles ein bisschen... Leute, schaufel wie die Großmeister hier. Komm, hopp, hopp. Direkt in den Minenschacht. Genau, die fahren direkt da rein. Das wäre natürlich noch richtig großartig. So. Das, wir können natürlich jetzt kein Stahl. Nee, ist kein, vor allem keine Arbeit und keine. Doch, ein bisschen Eisen ist da. Ein bisschen. Stahl ist vorhanden. Hier ist kein Stahl mehr da. Nichts mehr. Wir haben aber gesagt, die sollen uns hier hinfahren. Wir haben das denen gesagt. Die hören wieder nicht auf das, was wir sagen. 7000 Einwohner. 7000. Und nur 14 Arbeitslose. Ich meine, das ist mit den Arbeitslosen, das ist echt so ein Problem, ne? Da sagen wir uns noch, ja, lieber wenig Arbeitslose, ne? Damit die alle in Arbeit sind und dann passt das schon. Aber ich glaube, wir müssen uns umdenken. Wir müssen sagen, ja, weißt du was, wir haben 3000 Arbeitslose, macht nichts. Dann haben wir auf jeden Fall genug, das sind die Fabrikenwesen voll. Da müssen wir echt was, wir brauchen mehr Gebäude. Aber ich sehe schon, die Folge ist durch, meine Güte. Dann sage ich doch mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn es gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken und das Glöckchen aktivieren, denn so verpasst ihr keine Folge. Ne? Bis dahin, tschüss.